Rainer Gottschalk und auch er kommt aus Frankfurt und es ist niemand anders als J.J. Glückeling. Leeres Blatt. Das könnt ihr befüllen, denn ich würde jetzt freestylen. Das heißt, es ist frei improvisiert. Das Schöne daran ist, es ist interaktiv. Und dafür bräuchte ich Wörter, die ihr mir gebt. Ich passe daraus eine Geschichte. Werft einfach rein, was euch einfällt. Blauwal. Blauwal. Warte ganz kurz. Ja? Klumpfuß. Klumpfuß, Pegida. Wohlstandsverwaltung. Du bist ein Assi, das ist ein nervöses Sinn. Warte, jetzt brauche ich das aufzuschreiben. Verwaltung. Das ist ein gutes Wort. Also, ich lese die Wörter mal ganz schnell vor, die geben gleich alle Sinn. Hoffentlich. Blauwal, Klumpfuß, Pegida, Kreuzigung und Wohlstandsverwaltung. Ja, jetzt schön. Gut. Jetzt go. Tempo, tendenziell langsam. Fang mal an. Ich lass mal kurz an. Ja. Es war halt heute Morgen und ich wachte einfach auf, aber nicht in meinem Bett, sondern auf der Couch. Und ich habe mir gedacht, ey, Digga, oh ja, wo geh ich heute hin? Alter, ey, ich surfe Blauwal. Also einfach ab an die See, konnte gar nichts mehr verstehen, wollte einfach sehr viel sehen, also ab an die Nordsee. Aber trotzdem entschied ich mich im Endeffekt für die Ostsee, fuhr da einfach hin und traf diesen Blauwal, der ehrlich gesagt sehr schlau war. Der nahm mich mit auf seinen Trip tief in die See. Ich dachte, boah, was wird mit dem Blauwal gehen? Schickte diesem Blauwal halt einfach einen Gruß nach Korea. Sondern einen Klumpfuß. Das war problematisch, ja, das ging gar nicht. Aber dieser Blauwal war mir einfach sehr sympathisch, also cruisen wir. Ey, das war einfach so krass. Ich war in dem Blauwal, biblisch wäre das Jonas. Ja, ich war dauernd halt gefangen. Cruiste mit dem Blauwal äußerst lang über alle Wellen. Konnte mich dem einfach stellen. Dieser Blauwal war sehr schön und auch sehr, sehr schnell. Aber dieser Blauwal sagte eine Sache immer wieder. Er war rechts, der war bei Pegida, das Arschloch. Also hab ich ihn verlassen. Pegida war immer heißen. Er war alte Scheiße und hatte halt so Pech. Ich hab nicht mit Blauwal was zu tun, denn die sind rechts. Also, weil ich halt so lieb, ging ich deswegen sofort zu Greenpeace und hab ihm gesagt, ich müsste mich jetzt rächen. Blauwal zu trennen. Aber 3 Tage später war ich wieder wach. So läuft das einfach. Ich bin